Hallo. In einem älteren Video hatte ich euch ja schon vorgestellt, Zotero, ein Tool, mit dem man sehr schön seine gefundenen Sachen archivieren kann, mit sehr umfangreichen Funktionalitäten. Aber es gibt natürlich auch einfachere Möglichkeiten, zum Beispiel einfach nur einen Screenshot machen. Und dazu hat der Firefox eine ganz tolle Funktion. Im Rechtsklick-Menü ist die inzwischen. Und zwar hier Bildschirmfoto aufnehmen. Und das ist eines der coolsten Programme dafür. Das heißt, ich kann hier sagen, die gesamte Seite speichern oder nur das, was ich sehe. Oder ich kann Elemente einfach durch drüberfahren hervorheben, die ich dann ausgeschnitten haben möchte. Oder ich kann mit der Maus selber einen Bereich definieren, den ich haben möchte. Dann kann ich es einfach kopieren oder herunterladen. Auch diese beiden Optionen stehen mir zur Verfügung. Genau. Und eine weitere Möglichkeit ist ein PDF-Drucker. Den erreiche ich über Steuerung plus P. Dann öffnet sich das Druckmenü. Und in Linux Mint ist ein PDF-Drucker schon vorinstalliert, muss ich also gar nichts machen. Für Webseiten empfiehlt sich's oft, ins Querformat zu gehen, weil die ja eher breiter als hoch sind. Und was man auf jeden Fall angucken sollte, ist, wo die weiteren Einstellungen sind. Genau, die sind hier standardmäßig versteckt unter Mehreinstellungen, denn da befindet sich oft die Option Hintergrund drucken, und die möchte ich doch aktivieren. Ihr seht schon, je nachdem, ob ich es aktiviert habe oder nicht, kommen da eben Elemente dazu. Und wenn ich den Hintergrund nicht drucken möchte, dann fehlen halt oft Hintergrundgrafiken und so. Der Grund ist ganz klar, man möchte vielleicht Toner sparen oder Druckerfarbe sparen. Aber da es ja ein PDF ist, möchte ich auf jeden Fall den Hintergrund mitdrucken. Dann muss man nur noch auf Speichern gehen und fertig. Wenn ihr ein Windows habt oder so, dann könnt ihr natürlich in Google suchen und dann finden sich hier Unmengen an PDF-Drucker und Tests, was jetzt die besten sind und was die alles können. Die meisten sind da vollkommen in Ordnung. Schön wäre es, wenn der PDF-Drucker Text druckt und nicht Bild. Weil Texte kann ich rauskopieren. Von Bildern muss ich dann OCR mit all seinen Schwächen anwenden. Und eine letzte interessante Möglichkeit ist hier versteckt unter dem Hamburger-Menü. Seite speichern unter. Das mache ich jetzt mal. Und dann wird eben mir für den Download-Ordner angeboten. Ich kann dann natürlich auch den Ordner wechseln. Und wenn ich jetzt hier in den Ordner gehe, Downloads, dann befindet sich einmal eine HTML-Seite und ein Unterordner. Darin, in dem Unterordner, sind dann Skripte, Grafiken. Hier JavaScripte, Grafiken und ähnliches. Und die HTML-Seite kann ich dann einfach starten und man sieht hier, dass sie eben lokal ist. Also es ist nicht aus dem Internet, auch die Bilder sind nicht im Internet. Und jetzt kann ich hier halt immer noch meine Screenshots machen. Ah, man sieht hier, in dem Fall hat es nicht ganz geklappt, es fehlt was. Aber prinzipiell ist das eigentlich die schönste Variante, warum das jetzt in dem Fall hier die Hintergrundgrafik nicht geladen hat, bin ich überfragt. Was es natürlich auch gibt, sind Tools, mit denen ich Webseiten herunterladen kann, zum Beispiel von Magnet Forensics. Damit kann ich mir auch eine Webseite herunterladen. Oder wenn ich größere Sicherungen machen möchte, also inklusive Unterseiten, dann können natürlich so Tools wie HT-Track
in Frage kommen, aber da muss ich dann noch ein eigenes Video zu machen, weil die Einstellungen von HT-Track, die muss man sich schon genau anschauen, da ist der Standard nicht gut definiert. Und Kyotec hat ein ähnliches Produkt, das man auch kostenlos nutzen kann. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.